Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Ich bin Eva und ich habe heute das Buch Fremd für euch. Fremd ist im Oktober 2015 im Wunderlich Verlag erschienen. Die broschierte Ausgabe ist für 16,99 Euro zu erhalten. Das Besondere hier ist, dass das Buch von Ursula Ponsnansky und Arno Strobel gemeinsam geschrieben worden ist. Der Thriller ist direkt auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Der Klappentext. Ich sehe das Aufflackern der Eingangsbeleuchtung nur durch Zufall. Draußen ist Licht, wo keines sein sollte. Ich steige die Treppe herunter. Genau in dem Moment, in dem ich beginne, mir lächerlich vorzukommen, tritt ein Schatten aus dem Dunkel der Küche. Der Schrei, der aus mir heraus will, erstirbt auf halbem Weg. Ein Fremder steht plötzlich in Joannas Haus, behauptet, ihr Lebensgefährte zu sein. Aber sie hat ihn noch nie gesehen. Erik kommt abends nach Hause, zu seiner Joanna. Aber die erkennt ihn nicht, glaubt, dass er ein Einbrecher ist und all seine Sachen sind aus dem Haus verschwunden. Jemand treibt ein perfides Spiel, ein Spiel, das sich bald als tödlich entpuppt. Das Besondere an diesem tollen Buch ist, dass es von zwei verschiedenen Autoren geschrieben worden ist. Ja, die Story klingt schon unheimlich spannend und als ich beim Stuttgarter Stammtisch herausgefunden habe, dass diese beiden Autoren, Ursula Ponsnansky und Arno Strobel, ein Gemeinschaftsprojekt veröffentlichen werden, musste ich es mir einfach direkt kaufen. Und es ist sogar signiert worden. Die liebe Anke hat das für mich mitgenommen und von den beiden Autoren signieren lassen, weil ich es nicht geschafft habe, zu der Lesung dabei zu sein. Es ist ein Thriller. Ich bin selbst ein bisschen skeptisch, was Thriller angeht, einfach weil ich da so, ich habe schnell Angst. Beziehungsweise mit viel Stress, was Angst angeht, kann ich einfach nicht umgehen. Und dass ich jetzt Thriller tatsächlich lese, beginnt so langsam erst, weil ich mich dann langsam ein bisschen mehr traue. Fremd war einer der ersten Thriller, die ich jetzt gelesen habe. Ursula Ponsnansky ist da ja so, was Jugendthriller angeht, mit Elanus, Saeculum, gar nicht Elanus, Erebos meinte ich, ist sie da sowieso ein bisschen in dem Bereich und ihre Bücher habe ich bisher auch einige gelesen und war bisher nie enttäuscht, deswegen wusste ich, dieses Buch kann auch eigentlich nur gut werden. Von Arno Strobel hatte ich tatsächlich bisher noch gar kein Buch gelesen. Ich habe ihn allerdings mal gefragt, welches Buch man von ihm als erstes lesen sollte, wenn man noch keins von ihm gelesen hat und hat tatsächlich gesagt, Der Trakt, das ist sein allererstes Buch. Und er meint, das führt ganz gut an ihn heran. Also falls ihr ihn noch nicht gelesen habt, an das Buch will ich mich auch bald mal heranwagen. Ja, aber kommen wir zurück zu Fremd. Der Schreibstil ist klasse. Wir haben natürlich eine unterschiedliche Sicht aus unseren beiden Charakteren, einmal Joanna und einmal Erik. Die sind beide sogar von den verschiedenen Autoren geschrieben und entworfen worden. Ich weiß gerade nicht genau, ob Arno witzigerweise die Frau und Ursula den Erik geschrieben hat. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wechseln die sich gegenseitig ab. Und ich finde, das merkt man im Schreibstil fast gar nicht. Also das merkt man dem einfach nicht an. Das ist ein super flüssiger Übergang. Also echt ein klasse Team, was das Schreiben angeht. Und auch die Story ist total klasse. Also von Ursula kennen wir es so ein bisschen, dass sie immer so ein bisschen gesellschaftskritisch wird und so aktuelle Themen aufgreift. Und das ist auch hier nicht anders. Wir haben da so ein bisschen... es ist auf jeden Fall ein aktuelles Thema, aber ich möchte da nicht zu viel spoilern, weil es ist einfach am Anfang, weiß man überhaupt noch nicht, was auf einen zukommt. Also ich war so... Keine Ahnung. Ich wusste nicht, was passiert und ich dachte so, und ich wusste keine Connection und ich habe das echt erst am Ende gerafft, was da eigentlich vor sich gegangen ist und das ist schon echt klasse. Es ist wirklich, also mich konnte es mal wieder packen und ich musste unbedingt ständig weiterlesen. Ich konnte leider irgendwie immer nur so in kleinen Schüben weiterlesen, weil ich da, also ich habe echt lange dafür gebraucht schon, also vergleichsweise. Aber es konnte mich seit langem mal wieder ein bisschen packen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf das weitere Buch, was diese beiden im Doppelpack geschrieben haben. Ich meine, das Buch heißt Anonym und wird auch demnächst irgendwann mal erscheinen. Und da will ich auch auf jeden Fall weiterlesen und ich glaube, das kann ich auch jedem empfehlen. Und auch dieses Buch, wenn ihr Ursula kennt, wisst ihr auch, dass das hier gut ist. Wer Arno kennt, weiß es wahrscheinlich auch. Ansonsten, wie gesagt, ich möchte Arno auf jeden Fall weiterlesen. Ja, auch das Cover finde ich total schön, ne? Also es ist so dunkel gehalten mit dieser leuchtenden Schrift und passt auf jeden Fall, auch der Titel und alles. Also alles in allem habe ich diesem Buch tatsächlich 4 Pfötchen vergeben
Einfach weil ja so ein bisschen was fehlte noch für volle, aber ich kann es definitiv weiterempfehlen und ja, ich wünsche viel Spaß beim Lesen.